Hier kommt Michel. Den Behind habe ich. Ach so, und der war dann gar nicht. Was? Was ist da passiert? Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute reagieren wir auf eure Setups. Wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Twitch. Dort verpasst ihr nichts mehr und joint gerne im Discord. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dem Video. So, dann gehen wir ins nächste Setup von ZGott. Auf jeden Fall sehr krass hier, so Schaumstoffpanels und sowas. Sehr krass. Auf jeden Fall LEDs, sehr cool. Hier links, boah, sehr clean mit der dicken Michi, das ist halt crazy, Bro. Ich küsse dein Herz, Bro, das ist crazy. Hier auch so süß paar Pflanzen, so ein PS5-Controller und ein iPad oder halt ein Tablet. Dann, was natürlich auch auffällt, direkt drei Monitore. Ich finde, die Ränder sind ein bisschen zu dick. Also, ich glaube halt so an sich, keine Ahnung. Zumindest ist, ich denke, hier ist es nicht so schlimm bei dem so, aber wenn du hier so die beiden mit so die gleichen Monitore hast, mit wirklich so einem dünneren Rand so, dann auf jeden Fall geil. Also, ich finde schon auf jeden Fall sehr, sehr clean. Ich finde nur, Mauspad ist ein bisschen zu klein und es ist so komplett gewellt, ist ja nicht so geil. Ja, deswegen, wie gesagt, ein größeres Mauspad, da hast du fast keinen Platz und das ist auch so gewellt, ist nicht so geil. Also das ist auch hier so mit, wo du sowas reinschreiben kannst, ist schon sehr, sehr cool. Also ich würde dem Ganzen, boah, schwierig, ich würde dem auch eine 9 von 10 geben. Noels Setup ist das nächste. So, wir haben hier ein Setup, das sieht mir auf jeden Fall eher nach einem so einem Schuh-Setup aus, anstatt so Gaming-Setup, aber ich glaube, das hat er mal schon mal gesagt. Auf jeden Fall, also ich finde, klar, kein Mauspad so, aber ich glaube, wenn man es nur für die Schule benutzt, ist es auf jeden Fall clean, würde ich sagen. Also ich würde sagen, ey, auf Ernst, da muss man gar nicht viel sagen, es ist ein cleanes Setup für die Schule. Von Retalk, also ich finde es auf jeden Fall für die Schule sehr gut. Ich würde dem Ganzen eine 5 von 10 geben. So, hier ist das Setup von Mello, wo ist ein Video, muss erstmal gucken. Also hier links ist ein Laptop, okay. Eine Tastatur, okay, das ist also dual Setup, okay, crazy. Hier stark. Bro klettert unter den Tisch. Okay, also ich würde mal nochmal von Anfang an gehen. Also auf jeden Fall hier, auf jeden Fall schon mal sehr cool. So, klar, so auf Dual Setup mit so Laptop nochmal auf der Seite. Klar, ist auf jeden Fall nice. Ich habe nur ein bisschen Fragen, wo deine Hand, obwohl die Arme passt rein, okay. Hier auf jeden Fall zweiter Monitor für Spotify und sowas. Hauptmonitor sehr krass, also richtig fetter Monitor, Digga, das ist crazy. Der Reader auf jeden Fall auch süß mit so einer Ente hier, geil. Starkes Mic auf jeden Fall. Stream Deck auf jeden Fall crazy. Beneide ich auch, dass ich das nicht habe. Muss mir auch mal holen. Auf jeden Fall würde ich sagen, auf jeden Fall eigentlich recht geil. Auf jeden Fall auch süßer PC. Braucht extra PC. Ja, der hat ja, das ist ja so mäßig zwei Setups, weißt du, an dem Setup macht er zum Beispiel das. Dann nimmt er was auf und da schneidet er zum Beispiel so, weißt du, deswegen ergibt es schon Sinn. Also, würde ich auch machen. Ja, auf jeden Fall krass. Also, Mike auf jeden Fall sehr krass. Also, das Einzige, was ich sagen kann, ich weiß nicht, erkennt man jetzt nicht so krass, weil die Quali im Video nicht so gut ist. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, halt so Monitorhalterung mit so beiden wäre auf jeden Fall noch geiler so. Aber ansonsten würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall ein gutes Setup. Ich würde dem Ganzen auch so eine 8 von 10 geben. Nächstes Setup von Kilian. Okay, auf jeden Fall wieder ein bisschen dunkel. Aber auf jeden Fall mit Laptop wieder. Würde ich trotzdem sagen, auf jeden Fall, ja, ist okay, auf jeden Fall entspannt. Hier links der Uhu-Stick, Bro. Bisschen Schul-Stuff und so. Ist auf jeden Fall stark. Klar, Tastatur bisschen vercrackt. Sonst, Digga, sag ich dir ehrlich. Also, klar, mehr Beleuchtung, so ein bisschen, ja. Kann man auf jeden Fall noch viel rausholen, so. Aber, ja, würde ich sagen, trotzdem kann ich es falsch machen. Ich würde irgendwas eine, ja, 5 von 10 geben. So, dann haben wir das nächste Setup. Und das Setup ist von Fongi, glaube ich. Ja, das ist Fongi. Okay, Bro. Nein, Fongi. Fongi hat genau dieses Mauspad, wovon ich gesprochen habe. Bro, dieses Mauspad ist crazy. Das ist crazy, Bro. Bro macht eine Bewegung. Er ist auf einmal woanders. Also, Fongi, auf jeden Fall bitte größeres Mauspad. PC sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ja, weil DJ zusammengebaut hat, sehr stark. Runder Tisch ist natürlich immer die Sache so. Aber ich denke, das kann trotzdem ganz cool sein. Auf jeden Fall ein nice Mikrofon. Würde ich auch Mikrofonarm halt empfehlen. Hier. Monitorarme und sowas, also die bisschen auf der gleichen Höhe und sowas hast. Ja, auf jeden Fall stark. Da ist der PC auf jeden Fall. Hier ein bisschen eine Pulevita-Welt, ein bisschen Wasser, stark. Der kann, will ich gar nicht wissen, was das hier alles ist, Bro. Hier lagern irgendwelche Geheimsachen. Hier auch irgendwas Geheimes, Digga, das ist crazy. Ja, aber auf jeden Fall süßer Panda und so. Ja, aber auf jeden Fall ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ganz schnuckelig. Ich glaube, wir haben hier noch ein zweites Bild vom Kollegen. Yo. Bro, das ist auf jeden Fall eine gute Monitorhalterung, Bro. Nein, Bro, was haben wir denn hier, Bro? Bro, hier Y-Food hat er hier. Hier ist auf eine Xbox, Digga. Das war seine geheime Sache. Hier eine leere Toffifee-Packung. Also ich würde Mikrofon, Arm holen und Monitorhalterung.
Und dann so ein super Setup. Ich würde dem Ganzen eine 6 von 10 geben. So, wir gehen ins nächste Setup rein. Oh, das ist das Setup von Shaina. Okay, darf ich natürlich jetzt nichts Falsches sagen. Nee, aber auf Ernst. Ich hab da ja schon selber dran gespielt. Eine Sache, die mir direkt halt auffällt, ist halt Monitor. Monitor ist halt nicht so geil. Ich muss sagen, ja, da ist einfach meine Tastatur, meine Maus. Aber auf jeden Fall Kabelmanagement gut. PC auch ganz geil. Ich finde auf jeden Fall, also ich kenne es ja auch von ganz so, also auf jeden Fall sehr, sehr clean. Ich finde, es ist auf jeden Fall entspannt, hier so zu sitzen. Ja, Stuhl ist unbequem, sag ich dir ehrlich. Stuhl ist nicht so bequem. Ja, hier irgendwelche Schminksachen, denkt auch E-Girl. Hier halt WLAN-Router, das ist crazy. Hier sind die Displays. Also ist auf jeden Fall sehr clean, würde ich sagen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall cleanes Setup, würde ich sagen. Wie gesagt, anderer Monitor, bisschen größeres Mauspad. Aber ansonsten würde ich sagen, super. Also wieder, ich finde das Wallpaper auch clean. Also ich finde es gut. Ich würde ganz auch so eine, ich finde, Retalk ohne, also wenn der andere Monitor ist, ist echt clean. Ich würde ihm 8 von 10 geben. So, dann gehen wir ins nächste Setup. Das Setup ist von, keine Ahnung, wer das ist. Das Setup ist von Elias. Okay, also wir sehen auf jeden Fall, er hat keine Monitorhalterung. Nee, aber auf Ernst, also Retalk, also einfach eine Switch auf entspannt. Also, hey, ist auch cool. Also, weißt du, nicht jeder braucht viel, weißt du? Er hat was zum Zocken und ich würde sagen, das reicht. Also, auf jeden Fall 10 von 10 Setup, würde ich sagen. So, nächstes Setup, dann will genau das nächste. Ey, was brauchst du mehr? Weißt du, ein bisschen Rocket League, bisschen Grind, ein bisschen hier eine Paulaner Spezi trinken, ja? Hier auch Saskia Wasser, hier Paulaner Spezi, hier Controller, bisschen Rocket League spielen. Also, Retalk kann man auch nicht sagen, ja? Auch super Setup, ja? 10 von 10, Bro. So, hier haben wir Gaming TV, da würde ich sagen Trigon. Okay, auf jeden Fall sehr, sehr viel in schwarz gehalten. Okay, was fällt uns auf? Also auf jeden Fall sehr, sehr großer Fernseher, was ich nicht so fühle, wenn du direkt davor sitzt, ist nicht so geil. Also ich würde den Monitor auf jeden Fall holen. Ja, dann, was haben wir hier? Das ist, glaube ich, sein Mikrofon, oder? Also irgendwie Mikrofon ist auf dem Boden oder so. Ich würde halt irgendwie mit Mikrofonarm oder sowas arbeiten. Ja, dann hier Laptop und sowas auf süß. Auf jeden Fall ganz kleine Maus und Tastatur. Ich würde auf jeden Fall größeres Mausbett mir holen. Und dann halt ein bisschen Beleuchtung und sowas. Und dann kann das auf jeden Fall was werden. So, an sich würde ich sagen, trotzdem auf jeden Fall entspannt. Ich denke, wie gesagt, es ist hier ein bisschen zu nah. Also ich finde, man ist hier viel zu nah an dem Dings dran. Ja, hier Monitor, bisschen größere Mauspad und so. Dann ist der Hase auch eigentlich gegessen. Also ich würde dem Ganzen eine 6 von 10 geben. Dann gehen wir jetzt nächstes Setup rein. Oh, okay, von dem weiß ich. Warte, von wem ist es? Ich dachte, ich weiß es nicht. Von Mika. Mika? Eigentlich jetzt schon 0 von 10, weil er so frech ist, aber wir gucken es mal an. Also er hat hier auf jeden Fall irgendwelche Verkehrsschilder, das ist crazy. Hier irgendwelche Pringles, hot and spicy. Weiß ich nicht, fühle ich nicht so den Geschmack. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Steam-Gutscheinkarte. Okay, hätte auch in Subs in mich investieren können. Hier eine Packung Toffifee. Ja, irgendwas hat er. Nintendo eShop. Okay, crazy. Hätte auch in Subs investieren können. Hat irgendwelche Actimel-Sachen, Bro. Leute, irgendwelche aktuellen Sachen getrunken, das ist auch insane. Hier auf jeden Fall Dings an sich, okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine Switch, auf jeden Fall auf entspannt. Eine Cam, eine GoPro. Was ist das? Ein Handy, okay. Nice. Mikrofonarm auf jeden Fall wichtig. Dann gehen wir wieder rein, Jungs. Wir gehen wieder rein. So, wir gehen mit das Setup von Toad Nation rein. Bro, Toad Nation hat auf jeden Fall eine. Also, wir haben auf jeden Fall PC. Wir haben hier drei Monitore, Bro. Der Monitor ist, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert oder so, Bro. Den hat er irgendwie aus der Schule mitgenommen. Ja, wir haben hier, Bro. Also, allgemein die Monitore. Code, die sind nicht so, ja. Also, sag ich doch mal, so weniger Subs irgendwie giften, mal einen neuen Monitor holen. Tastatur auch crazy, Trust Gaming. Digga, Bro, hier bildet sich, Digga, hier lebt irgendwas auf deiner Tastatur, Bro. Digga, das ist crazy, Bro. Hier lebt irgendwas, Bro. Hier entwickelt sich gerade irgendeine Spezies, die man noch nicht kennt. Monitor, Mic, okay, nice. Digga, was schaut er da aber an, Bro? Hä? Bro, was guckt der hier? Hier doch einmal, hier Lenkrad, auf jeden Fall stark. Hier hat irgendein Drucker, okay. Also Retalk, ich würde gerne wissen, was sonst so da unten so alles chillt und so hinter ihm. Das würde mich interessieren. Also Toad, ich würde dem Ganzen eine 3 von 10 geben. So, dann gehen wir ins nächste, das von Steaks. Okay, wir sehen auf jeden Fall schon mal den Schul-PC. Das ist crazy. Schul-PC mit den Schul-Lautsprechern. Auf jeden Fall geile Kombo. Wir haben auf jeden Fall den Schul-PC. Geil. Die Rocket Kane 120, denke ich. Nach meiner Kaufempfehlung hat er sie gekauft. War geil. Gutes an sich Mausbett reicht natürlich, ne, aus. Und Retalk, also den Schul-PC. Die Lautsprecher einfach mitgenommen und den Monitor auch. Bro hat es mit nach Hause genommen. Der Real Talk, Bro, das ist crazy. Also Steaks, ich würde dem Ganzen 5 von 10 geben. So, dann haben wir das Setup von Yannick. So, dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal ein Mic. Stark, hier ein Controller. Auf jeden Fall ist, glaube ich, die irgendeine Magma-Tastatur. Auf jeden Fall stark. Hier irgendwelche Switch-Spiele, cool. Ja, gelbe Maus mit gelbem Kabel, Bro. Dann lässt sich sehr viele triggern gerade. Auf dem Monitor wird Public Viewing gemacht, Bro. Bro, er spielt hier und die Leute aus in der Nachbarschaft können auch zugucken. Sagen wir es so, ich finde, das ist jetzt meine Meinung, ich finde, so große Fernseher gehören nicht an den PC angeschlossen.
du hast viel zu wenig Platz hier, du musst komplett nach oben gucken. Bro, du kriegst so Nacken, dein Nacken stirbt. Retalk, du musst die ganze Zeit so nach oben gucken, du stirbst, bro. Retalk. Also ich würde Monitore hier und zwei Monitore und das Setup ist schon mal um 5-mal besser. Bro, also ich würde dem Ganzen eine 5 von 10 geben oder 4 von 10. 4,5 geben, sagen wir mal. Dann geben wir jetzt nächstes Setup von Star Fox. Auf jeden Fall auch ganz, finde ich eigentlich ganz süß. So einfach so eine Gaming-Ecke, so zum Game, so hier so mit Controller und sowas. Dann so hier so irgendwo sitzen dann so. Das ist schon an sich eigentlich ganz nice. Und dann, auf geil auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall geil. Also würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine, ja, 6,5 von 10. Hier noch ein bisschen so LED, weißt du, ein bisschen Lichter oder sowas. Geil, dann kann schon geil sein. So, wir haben hier das Setup von YOLOTOGGER. Cousin wurde auf jeden Fall von Cola gesponsert. Das ist crazy. Bro, das sieht aus, als würde hier ein Brot, so eine Brotscheibe auf dem Boden liegen. Geil. Okay, da haben wir hier, okay, da haben wir halt wieder ein bisschen das Problem. An sich Konsolen-Setup hier mit einer PS4 oder ist das eine Xbox? Ich weiß nicht, das ist eine Xbox. Hier ein bisschen am Game so, aber halt sehr großer Fernseher. Und ich sag ehrlich, es wäre geiler, wenn du hier so ein Bett chillen würdest und da ein bisschen zocken würdest, als glaube ich hier so an dem Tisch. Und ich weiß, hier ist glaube ich alles ein bisschen eng, dein Mauspad guckt sogar runter. Mach keine Hose an, also das ist ein Bein. Digga, das ist ein Bein. Ja, das ist ein Knie, ja. Ich dachte, das ist eine Brotscheibe, Bro. Aber Fernseher auf jeden Fall geil. Also ich würde, aber ich glaube, das Setup wäre geiler, wenn du jetzt so hier so ein Bett stellen würdest und dann so, ja, trotzdem. Aber auf jeden Fall ganz cool. Ich würde sagen wir mal, abgesehen von dem Tisch, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine 5 von 10. Aber da, das würde ich sagen, macht das ein bisschen runter. Ich würde sagen, 4 von 10 so. So, wir gehen in dieses nächste Setup rein. Das nächste Setup ist, ich glaube, das ist jetzt, ist es Xenia Science? Das Setup ist von Xenias, ja. So, hier auf jeden Fall ein Anime am Schauen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Wir haben hier so eine Erhöhung. Ist aber, das ist ganz cool. Solange es nicht über ganzen Dings ist, finde ich es gut. Clean Tastatur, clean Maus. Boah, die Rocket Cone Amo, Bro. Wie ich sie vermisst habe. Ja, drei Monitor ist auf jeden Fall crazy. Hier auch Dings Headset auf Mikrofonarm und so. Ist auf jeden Fall nice. Ja, aber auf jeden Fall würde ich sagen, ist auf jeden Fall ganz clean. Ich würde noch ein bisschen Lichter so im Hintergrund geil finden. Ja, so ein bisschen Lichter im Hintergrund. Ja, und sonst halt, dass die Monitore ein bisschen mehr zusammen sind, fände ich jetzt geil. Aber das ist Geschmackssache. Ich fände halt, wenn die Monitore wirklich so zusammen sind. Hier finde ich es okay. Weißt du, der Abstand ist okay, aber der ist halt so komplett so, das Gefühl auf einer anderen Seite so. Also würde ich sagen, es ist ein sehr cleanes Setup, bisschen Lichter im Hintergrund und ein dickes Monitor. Aber dann würde ich sagen, ich würde dem Setup eine 9 von 10 sogar, obwohl 8,5. Okay, das ist sehr, sehr stark. Das ist, glaube ich, von Evoli. Und ich glaube, da braucht man eigentlich gar nichts sagen. Ich glaube, man merkt das eigentlich schon direkt. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Man hat hier sehr, sehr viele Sachen. Wir haben hier den Bassiger G-Plush. Wir haben hier ganz, ganz viele sehr, sehr geile Deko. Sehr stark. Also sehr, sehr geil, Digga. Er hat die G-Pro X Superlight. Er hat die Rocket Burst. Eine echt so geile Maus. Vulcan Ticker Pro Crazy. Die K100 ist es, glaube ich. Ich erkenne es nicht. Waldhof Mannheim, Deutschland. Also Gladbach weiß ich nicht, ne? Also, ja, schwierig. Aber trotzdem, ich finde es geil, so mit so Trikots hier oben. Also ich finde, also ehrlich, Retalk, sehr, sehr geiles Setup. Auch hier mit drei Monitoren. Ich finde die drei Monitore, also so eigentlich perfekt. Die sind nah aneinander. Und der eine ist aber so schön oben. Genau, Digga. Bro, nein, warte mal, das ist crazy. Digga, Retalk, die Maus, wie sie so bei ihm ist, ist genauso bei mir auch. Sie ist so halb unter dem Monitor. Ich kann sie einfach rausziehen, dann ist sie genauso da, Bro. Das ist crazy. Das ist geisteskrank, Bro. Also ich sag ehrlich, ich finde sehr, sehr cooles Setup. Auch geiler PC und sowas. Auf jeden Fall cool. Das Rot scheißt so ein bisschen rein, aber sonst wirklich sehr, sehr geil. Ich sag ehrlich, ich finde 10 von 10 Setup. Also Retalk sehr, sehr geil. Ich könnte mir das, also ich stelle mir das auch noch bei Nacht sehr, sehr cool vor. Und hier wird das Setup von Jui noch als letztes. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall, das ist süßer PC auf jeden Fall. Monitor auf jeden Fall ganz nice. Mauspad, okay, stark. Ich erkenne es nicht, aber auf jeden Fall Kirby drauf, krass, stark. Tastatur, okay, kommt auf jeden Fall ganz geil. Maus auf jeden Fall auch clean. Also man sieht halt jetzt nicht so viel, aber auf jeden Fall, ey, kann man nichts dagegen sagen. Sonst hier so Hintergrundbeleuchtung auf jeden Fall so, wäre an sich ganz geil, aber sonst, ey, alles super, würde ich sagen. Also auf jeden Fall cooles Setup, würde ich sagen. Ey, würde ich auch eine 8 von 10 geben. Okay, Jungs, wir sind damit durch. Wir sind durch.